Yo Leute, Crimex hier und ich melde mich zurück mit eurer täglichen Dosis Heroin. Ich meine GTA 5 von mir. Und ja, heute habe ich mal wieder richtig geile Info für euch am Start. Und zwar geht es nochmal um das bevorstehende Banküberfall-DLC. Und zwar wurden nun 7 neue Fahrzeuge rausgefunden von diesem Banküberfall-DLC. Und ich werde auf jeden Fall gleich zu den 7 neuen Fahrzeugen kommen. Ist auf jeden Fall richtig interessant. Das heißt, dranbleiben lohnt sich. Doch bevor es losgeht, muss ich erstmal Danke an Mace sagen, denn der hat mir mein neues Kanaldesign gemacht. Ich denke mal, die meisten von euch dürften es schon gesehen haben. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Ich feiere so ein Comic-Style wirklich übel. Und der Affe sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Hat mir auf jeden Fall Mace Designs gemacht. Er ist auf jeden Fall jetzt auch immer unten in der Videobeschreibung zu finden. Danke an dich an der Stelle. Wenn ihr selbst YouTuber seid und vielleicht auch ein Kanaldesign braucht, dann schreibt ihn doch einfach mal an oder schaut einfach mal auf seinem Kanal vorbei. Und er ist auf jeden Fall richtig gut, wie man schon an dem Kanal sehen kann, also an dem Kanaldesign. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit diesen neuen Infos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auf jeden Fall richtig gefeiert, denn es sind ja eben alles richtig coole neue Fahrzeuge, die eben jetzt rausgefunden wurden. Und vielleicht noch ganz kurz am Anfang, vielleicht denkt ihr jetzt mittlerweile der ein oder andere von euch, hey, iCrimex sagt so oft irgendwas zu den Banküberfällen und man weiß gar nicht, ob es stimmt. Vielleicht denkt der ein oder andere von euch auch, dass iCrimex nur Scheiße labert. Aber Leute, ohne Witz, der Modder, der das herausgefunden hat, hat auch dazu geschrieben, wo er das eben gefunden hat. Und zwar hat er diese 7 neuen Fahrzeuge in der iFruit-App gefunden und nicht diesmal im Coding von GTA 5. Heißt, das kann jeder von euch selbst nachgucken, einfach in der iFruit-App. Und zwar hat er auch hinzugeschrieben, wo er das gefunden hat. Ich kann es leider nicht so gut aussprechen, deswegen werde ich euch jetzt einfach mal im Video einblenden, wie dieses Verzeichnis heißt, wo ihr das eben sehen könnt. Das heißt, wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut einfach selbst nach und überzeugt euch selbst. Und ich würde sagen, wir starten jetzt aber einfach mal mit den 7 neuen Fahrzeugen, die uns eben bei dem Banküberfall-DLC erwarten werden. Ich werde euch diesen Ausschnitt aus dem Coding jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden und auch Bilder zu den Fahrzeugen, sofern man diese vielleicht schon in einem Trailer oder von Bildern, die Rockstar Games eben schon mal veröffentlicht hat, schon mal gesehen hat. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem ersten. Da wäre der Lampatati Casco. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall glaube ich, dass es sich dabei um ein Sportauto handelt. Dann wäre da Dinka Enduro. Enduro, den Begriff kennt man von Motocross. Also ich denke mal, das wird ein neues Motocross sein. Der Rapid Guardian. Keine Ahnung, was das sein könnte. Rapid Guardian könnte vielleicht ein neuer Helikopter oder sowas sein. Dann HVI Insurgent. HVI ist die Abkürzung für Heavy. Also Heavy schwer. Und da könnte, also das könnte wirklich dieser neue Attack-Helikopter sein, den man in dem Trailer gesehen hat. Aber man hat auch einen Leichtpanzer gesehen. Also ich denke mal, HVI Heavy steht dann in diesem Fall für ein Militärfahrzeug. Und da konnte man eben 2 neue sehen in dem Trailer. Also einmal dieser Attack-Helikopter, der neue, aber auch diesen Leichtpanzer, und ich denke mal, das wird einer von diesen, Fahrzeugen sein. Dann der Karin Kuruma, ich glaube, das ist dieses eine schwarze Auto, das man im Trailer gesehen hat. Davon jetzt auch mal ein Bild im Hintergrund. Und dann geht's weiter mit dem Karin Technical. Der Karin Technical, ich glaube, das ist einfach diese erweiterte Version von dem Karin Rebel, denn man hat ja auch im Trailer gesehen oder auf Bildern, dass man eben einen Karin Rebel eben mit einem Maschinengewehr ausstatten kann auf der Ladefläche. Und ich glaube, wenn man diesen Karin Rebel einfach mit diesem Maschinengun ausstattet, dass der Name dann zu Karin Technical wird. Und dann zu guter Letzt hätten wir dann noch den Principal Black Crow. Und dabei glaube ich, dass sich einfach um ein neues Motorrad handelt, denn da hat man auch einige neue Motorräder in dem Trailer gesehen. Ja Leute, das ist auf jeden Fall mal meine Meinung dazu. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Mich wird jetzt besonders interessieren, was ihr von diesem HVI Insurgent handelt. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Das ist voll der Zungenbrecher. Auf jeden Fall wegen dem Heavy. Ich glaube echt, dass irgendein Militärfahrzeug ist. Aber schreibt mir dazu doch mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Euer Crimex.